So, guten Morgen. Wir haben ein großes Thema begonnen beim letzten Mal, beziehungsweise sogar schon ein klein wenig beim vorletzten Mal. Wirklich schwere Probleme. Das heißt, ein Thema, was sich von den anderen bisherigen Themen erst einmal unterscheidet dahin, dass es eher konzeptioneller Natur ist. Gut, wir hatten schon konzeptionelle Themen, Korrektheitsbeweise und asymptotische Komplexität, aber hier nochmal eine Stufe verschärft, wo es darum geht, konzeptionell einzusehen, mathematisch einzusehen, dass einfach gewisse Dinge nicht gehen, die man gerne machen möchte, dass man einfach nicht für eine große Zahl von Problemen, für so ziemlich alles, was einem draußen in der freien Wildbahn an algorithmischen Problemen unterkommen kann, dass man dafür keine so schönen, schnellen Algorithmen wird basteln können, wie sie das aus der GDI 2, halt AOD heißt es ja, wie sie es aus der AOD bisher gewöhnt sind. Der zweite Punkt, worin sich dieses Thema von allen bisherigen Themen unterscheidet, ist, dass das Ganze ein größerer Gedankengang ist, den ich nach und nach entwickeln muss, wo ich zunächst einmal verschiedene kleinere Gedankengänge zusammensammeln muss, die sich dann so nach und nach zu einem gesamten Gedankengang zusammenfügen müssen. Das heißt also, ein deutlich höherer intellektueller Anspruch als etwa bei Algorithmen oder Datenstrukturen zu verstehen, wie die Methode aussieht, warum sie funktioniert und warum sie so und so schnell ist. Ich will versuchen, das hatte ich ja schon mehrfach gesagt, das in möglichst einfacher Form zu machen, aber man kann sowas natürlich nicht beliebig einfach machen. Es ist absolut okay, wenn Sie hier in der Vorlesung erst einmal einen ersten Eindruck mit rausnehmen, ein erstes Gefühl dafür. Das ist durchaus fürs Verständnis sehr förderlich, auch wenn das Verständnis noch nicht in dieser Vorlesung voraussichtlich hundertprozentig bei allen von Ihnen da sein wird. Die Dinge, die wir schon beim letzten Mal eingeführt haben, die will ich jetzt nicht wiederholen, sondern immer da, wo es Anknüpfungspunkte gibt, nochmal kurz ansprechen. Wir beginnen mit einer neuen konzeptionellen Sache, also die wir bis jetzt noch nicht angesprochen haben. Etwas, was im Prinzip zunächst einmal das, was gelb unterlegt ist, einfach zu verstehen sein sollte. Sie haben alle Voraussetzungen. Wir betrachten jetzt Mengen, beziehungsweise wir reden eher von Klassen, aber im Prinzip sind es mathematische Mengen. Mengen von algorithmischen Problemstellungen. Und zwar ganz konkret, hier gelb unterlegt, zunächst mal Entscheidungsprobleme. Das hatten wir beim letzten Mal eingeführt, was ein Entscheidungsproblem ist. Das ist ein Problem, bei dem die Antwort, die auszugeben ist, der Output, entweder ein Ja oder ein Nein ist. Also in Java etwa ein Boolscher Output True oder False. Wir haben beim letzten Mal gesehen, bei diesen Betrachtungen, um die es hier geht, können wir uns auf Entscheidungsprobleme zurückziehen. Wir brauchen keine Problemstellung gebracht, keine Konstruktionsprobleme, bei denen man, was eigentlich typisch ist, bei denen man eine Lösung auch haben will, wenn es eine Lösung gibt. Und nur wenn es keine Lösung gibt, dann die Antwort eben, nein, es gibt keine Lösung. Oder Optimierungsprobleme, wo man nicht nur irgendeine Lösung haben will, sondern eine möglichst gute, möglichst hoher Profit, möglichst geringe Kosten. Wir haben beim letzten Mal gesehen, sowas lässt sich auch zurückführen auf Entscheidungsprobleme, die mindestens genauso schwer ist. Beispiel TSP wieder, Rundreiseproblem, gegeben endlich viele Punkte in der Ebene, gesucht ist eine kürzeste Rundtour auf diesen Punkten. Da ist das Entscheidungsproblem dazu. Zusätzlich gegeben zu den endlich vielen Punkten ist eine Zahl.
Ich hatte das Beispiel genannt, Städte in Deutschland und die Zahl, das sind die gegebenen Punkte und die Zahl ist 1000 Kilometer. Und die Entscheidungsfrage ist, gegeben eine Eingabe wie etwa diese Städte in Deutschland und eine solche Zahl wie etwa die 1000 Kilometer als Beispiel, gibt es eine Rundtour auf den eingegebenen Punkten, die nicht länger ist als diese eingegebene Zahl. Das ist ein Entscheidungsproblem, es gibt ein Ja oder ein Nein und wir haben gesehen, das Optimierungsproblem, das uns eigentlich interessiert, ist mindestens so schwer wie dieses Entscheidungsproblem. Das heißt also, wenn wir jetzt im Weiteren feststellen, dass dieses Entscheidungsproblem schon ein wirklich schweres Problem ist, was immer das dann heißen mag, dann ist natürlich erst recht das eigentlich interessierende Optimierungsproblem, eine kürzeste Rundtour zu finden, das entsprechend schwer. Polynomial lösbar hatten wir beim letzten Mal auch schon eingeführt. Das sind alle Problemstellungen, alle algorithmischen Problemstellungen, für die es Algorithmen gibt, deren asymptotische Komplexität sich durch ein Polynom ausdrücken lässt. Also denken Sie an kürzeste Pfade. Bellman-Ford hatte Anzahl Knoten hoch 4. Hoch 4, das ist ein Polynom vierten Grades. Floyd Warshall hatte als obere Abschätzung im Worst Case Anzahl der Knoten hoch 3, Polynom dritten Grades und so weiter. Wenn Sie einen Algorithmus haben wie Merge Sort beispielsweise mit n log n Aufwand, dann lässt sich dessen asymptotische Komplexität natürlich durch ein Polynom, durch ein Polynom von Grad 2, Anzahl der zu sortierenden Elemente im Quadrat abschätzen. Das sind alles Beispiele, also alles, was wir bisher gesehen haben an Algorithmen, sowohl die eigentlichen Algorithmen wie Sortieralgorithmen als auch die Zugriffsmethoden für Datenstrukturen, haben alle eines gemeinsam, sie haben polynomiale asymptotische Komplexität. Das heißt, die Probleme, die algorithmischen Probleme, die durch die bisher betrachteten Algorithmen gelöst worden sind, fallen alle in diese Klasse P. Das allgemeine Sortierproblem ist in dieser Klasse P. Das Problem, in einem B-Baum ein Element einzufügen, ist in der Klasse P. Und so weiter und so fort. Alles, was wir bisher gesehen haben. Bis auf diese Beispiele, die ich beim letzten Mal und beim ganz am Ende des vorletzten Mal eingeführt habe, als Beispiele für wirklich schwere Probleme. Um da jetzt mathematisch ranzukommen, ist eine weitere Klasse von algorithmischen Problemstellungen eingeführt worden, zu denen alle diese Beispiele gehören, die ich als wirklich schwere algorithmische Probleme als Beispiele genannt habe. Diese Klasse heißt NP, also bei P ist natürlich klar, woher das P kommt, von polynomiell. NP, der Name, steht für nicht deterministisch polynomiell. Das nehmen Sie einfach nur mal kurz zur Kenntnis, aber ist nicht weiter für uns wichtig. Der Name kommt daher, dass es auch andere, komplexere, schwierigere Zugänge gibt zu dem Thema, in denen es Sinn macht, diese Klasse so zu nennen. Für uns hier macht es keinen Sinn, von unserem Zugang her erschließt sich nicht der Sinn, warum diese Klasse so heißt. Also vergessen wir das einfach wieder. Diese Klasse heißt einfach NP, das nehmen wir als gegeben hin. Was sind das für Entscheidungsprobleme? Ach so, vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu dem, was ich eben gesagt habe. Ich habe gesagt, sortieren und so weiter ist polynomiell, ist natürlich nicht ganz korrekt, weil das, also ist in P, ist natürlich nicht ganz korrekt, weil das kein Entscheidungsproblem ist und die Klasse P und wie auch die Klasse NP sind Entscheidungsprobleme. Also nehmen wir uns zum Beispiel her, was wäre bei kürzester Pfade das zugehörige Entscheidungsproblem?
zum Beispiel in der Situation, vom Navi von A nach B zu kommen. Da wäre das Entscheidungsproblem, Sie haben den normalen Input, das Netzwerk, das Straßennetz, den Punkt A, von dem es losgehen soll, den Punkt B, zu dem es hingehen soll, alles Eingaben. Und Sie haben noch die zusätzliche Eingabe, sagen wir 100 Kilometer. Und das Entscheidungsproblem ist, gibt es eine Verbindung von A nach B in diesem Netzwerk mit höchstens 100 Kilometer Distanz? Und wie, genauso wie in den anderen Problemen, die wir betrachtet hatten beim letzten Mal, ist es so, dieses Entscheidungsproblem ist auf keinen Fall schwerer als das eigentliche Problem, denn wenn wir einen kürzesten Pfad finden von A nach B im Netzwerk, dann können wir uns ja einfach angucken, ob das jetzt dieser kürzeste Verbindung jetzt bis zu 100 Kilometer lang ist oder mehr als 100 Kilometer lang. Und im ersten Fall ist die Antwort für das Entscheidungsproblem ja, es gibt eine Verbindung mit höchstens 100 Kilometer. Im zweiten Fall, wenn die kürzeste Verbindung größer als 100 Kilometer hat, können wir sicher sein, dass die Antwort nein ist, es gibt keine Verbindung mit bis zu 100 Kilometern. So, wir hatten das letzte Mal Zertifikate eingeführt, eine grundlegende Sache für Informatik. Da hatte ich auch Beispiele genannt aus anderen Gebieten, die nichts mit Algorithmen in diesem Sinne hier zu tun haben. Was war das nochmal prinzipiell? Also in der Form, wie wir es hier brauchen, ist es folgendermaßen. Es gibt Ja-Inputs bei einem Entscheidungsproblem und es gibt Nein-Inputs. Ja-Inputs sind solche, wo das Ergebnis Ja ist, der Entscheidungsfrage. Also zum Beispiel, wo es dann tatsächlich eine Verbindung mit bis zu 100 Kilometern gibt. Nein-Inputs sind solche, bei denen es das Ergebnis Nein ist. Und ein algorithmisches Problem in der Klasse NP, bei dem gibt es Folgendes. Für jeden Ja-Input gibt es ein Zertifikat. Wenn Sie den Ja-Input hernehmen und dieses Zertifikat, dann gibt es noch einen Algorithmus, der nachprüft mithilfe des Zertifikats, ja, es ist tatsächlich ein Ja-Input. Und das klingt jetzt alles sehr abstrakt, aber ganz konkret, typischerweise die typische Situation bei uns ist, dass die Lösung ein solches Zertifikat ist. Ja, stellen Sie sich wieder die Problemstellung vor, TSP, wir haben gegeben endlich viele Punkte in der Ebene und zusätzlich eine Zahl, die maximale erlaubte Distanz, also die maximal erlaubte Länge der Rundtour angibt, meine berühmten 1000 Kilometer, wenn die gegebenen Punkte irgendwelche Städte in Deutschland sind. Und ein Zertifikat in diesem Sinne, also eine Lösung, eine Rundtour, die höchstens 1000 Kilometer umfasst, ist ein Zertifikat in diesem Sinne. Das heißt, ich kann den Input, die Punkte in der Ebene und die Zahl 1000 Kilometer hernehmen. Ich kann diese Lösung hernehmen und ich kann nachprüfen, ja, das ist tatsächlich eine Rundtour auf den eingegebenen Städten, die höchstens so lang ist, wie diese Zahl sagt. Das ist der Normalfall. Nicht immer so, deshalb wird es allgemeiner betrachtet mit einem Zertifikat. So, was wir zunächst einmal folgern können, ist, dass alle Problemstellungen, die polynomiell lösbar sind, auch in der Klasse NP sind. Denn nehmen wir kürzeste Pfade wieder, also von A nach B im Netzwerk. Wir wissen, das ist polynomial lösbar, Algorithmus von Dijkstra, sogar mit einem Polynom sehr kleinen Grades. Also das Entscheidungsproblem, ob es im gegebenen Netzwerk vom gegebenen Startpunkt A zum gegebenen Zielpunkt B
eine Verbindung mit maximal gegebener Distanz so und so viel gibt. Dieses algorithmische Entscheidungsproblem ist NP. Und wie sieht jetzt, warum ist es auch in NP? Weil wir berechnen in polynomieller Zeit für einen Ja-Input, also wo es wirklich eine solche kurze Verbindung gibt, durch die Berechnung eines kürzesten Weges finden wir eine Lösung, einen Pfad, der höchstens so und so viel Distanz hat. Und den nehmen wir als Zertifikat her. Können wir einfach prüfen, ja, das ist ein das ist ein Pfad von A nach B in diesem Netzwerk und der ist nicht länger als diese Kilometerzahl. Und damit haben wir in Form der Lösung ein Zertifikat bei der Hand, das sich in offensichtlich polynomieller Laufzeit wo in polynomieller Laufzeit berechnet werden kann, ja, das ist eine Lösung, ja, dieser Input hat eine Lösung. So, jetzt, wenn wir das sehen, dass die Menge aller polynomiell lösbaren Entscheidungsprobleme eine Teilmenge der Menge aller algorithmischen Entscheidungsprobleme ist, für die es ein polynomiell überprüfbares Zertifikat gibt für Ja-Inputs, dann ist natürlich die Frage interessant, ist das jetzt eine echte Teilmenge oder nicht? Rein intuitiv würde man sicherlich sagen, das muss eine echte Teilmenge sein, nicht? Die Definition von NP, die Forderung, dass ein algorithmisches Entscheidungsproblem in NP ist, ist so dramatisch viel schwächer als die Forderung dafür, dass ein algorithmisches Entscheidungsproblem in P ist. Das kann doch nie und nimmer so sein, dass das beides zusammenfällt, dass jedes Problem, das in NP ist, dass diese relativ schwache Bedingung erfüllt, dann auch NP ist, also diese relativ starke Bedingung erfüllt. Also hat man viele Jahre versucht, Beispiele zu finden, algorithmische Probleme, Entscheidungsprobleme, die in NP, aber nicht in P sind. Man ist dabei gescheitert. Bis jetzt hat man noch kein Beispiel gefunden. Dann kann man sich natürlich überlegen, okay, wenn man so viele kluge Köpfe so lange Zeit damit verbracht haben, Beispiele zu finden, dafür, dass P nicht gleich NP ist, kann man ja vielleicht versuchen umgekehrt, vielleicht kann man ja beweisen, dass P gleich NP ist. Auch da ist viel, viel Intelligenz, Kreativität hineingeflossen bisher, aber vergeblich. Bis jetzt konnte man auch nicht beweisen, dass P gleich NP ist. Dann sind kluge Köpfe irgendwann auf den Gedanken gekommen, wir wissen aus der formalen Logik, damit werden Sie, glaube ich, in formalen Grundlagen der Informatik konfrontiert. Wir wissen aus der formalen Logik, dass es in jedem nichttrivialen mathematischen System Aussagen gibt, die wahr sind in diesem System, aber in diesem System nicht beweisbar sind. Vielleicht ist das ja eine Frage, die in unserem normalen mathematischen System nicht beweisbar ist. Ja, man konnte weder das eine beweisen, dass P eine echte Teilmenge von NP ist, noch konnte man beweisen, dass P gleich NP ist. Der Gedanke liegt nahe, nachdem da so viel Intelligenz und Kreativität hineingeflossen ist und ohne Erfolg, dass man vielleicht es hier tatsächlich mit einem nicht beweisbaren Theorem und auch nicht widerlegbaren Theorem zu tun hat. Auch das konnte man bisher nicht beweisen, dass es ein nicht beweisbares Theorem ist. Also, es ist eine ungelöste Frage. Sollten Sie diese Frage lösen können, dann, glaube ich, wird die Ernennung zum Informatikprofessor nicht mehr lange auf sich warten lassen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht allzu groß, nicht? So, lassen Sie das erst einmal sacken.
diese beiden Problemstellungen P und NP. Ich möchte oder muss noch einen Sprung machen zu einem anderen Gedankengang, der hoffentlich einfacher verständlich ist, wo ich dann auch ein paar hoffentlich einfacher verständliche Beispiele bringen kann. Man kann ein algorithmisches Problem dadurch lösen, dass man direkt einen Algorithmus dafür angibt. Oder, Oder man kann es dadurch lösen, dass man es auf ein anderes Problem reduziert, für das man eine Lösung hat. Das ist das Bild dafür. Bevor wir uns damit genauer befassen, nehme ich vielleicht zwei Beispiele her. Das sind zwei Beispiele, die ich mir von meiner anderen Vorlesung in diesem Semester jetzt geklaut habe. Algorithmische Modellierung, wo es unter anderem auch um solche Dinge geht. Ein algorithmisches Problem zu modellieren durch ein anderes algorithmisches Problem. Hier ein schönes Beispiel. Sie wollen zwei Strings miteinander vergleichen. In der Form, wie das hier angedeutet ist. Also Sie haben den einen String, Sie haben den anderen String, die sind über demselben Alphabet und Sie wollen möglichst viel Korrespondenzen dazu finden, natürlich nicht überkreuzt, die Reihenfolge soll erhalten bleiben, möglichst viele Korrespondenzen dazu finden, hier sehen Sie die ganzen Korrespondenzen, das C, das A, das T und so weiter, hier unten. Sodass also die Anzahl der Korrespondenzen, die rauskommen, möglichst groß ist. Hintergrund ist beispielsweise DNA-Sequenzvergleich. Sie wissen vielleicht aus dem Biologieunterricht, die Erbinformation jedes Individuums, abgesehen von irgendwelchen schwefelfressenden Bakterien im Vulkan oder was es da so gibt, ja, ist aber von allem, was uns so begegnet, sind die Erbinformationen in DNA-Sequenzen abgelegt und die bedeutungstragenden Informationen lassen sich kodieren als lange Strings über einem Alphabet mit vier Buchstaben, die typischerweise A, C, G, T genannt werden, Anfangsbuchstaben der vier chemischen Bestandteile, in der ihre Erbinformation kodiert ist. So, wie kann man dieses Problem lösen? Indem man es reduziert auf ein anderes Problem, das wir schon kennen, kürzeste Pfade. Sie sehen hier, wir haben uns ein großes Netzwerk aufgebaut. Und zwar so, wir haben hier den einen String angelegt, hier den anderen String abgetragen. Und Sie sehen für jedes Paar, wir haben so einen Gittergrafen, wo Sie eine Zelle haben, für jedes Paar ein Zeichen von hier und ein Zeichen von hier. Diese Kanten, die roten Kanten, sind alle nach rechts und nach unten orientiert. Wir haben da, wo wir eine Übereinstimmung haben, wie zum Beispiel hier, haben wir eine grüne Kante. A stimmt überein mit A oder auch C stimmt überein mit C und so weiter. Jeweils so eine grüne Diagonale. Die Kantenlängen sind für die roten Kanten alle 1 und für die grünen Kanten alle könnten auch 1 sein. Oder auch 0, ist egal, Hauptsache echt kleiner als 2. Und hier ist der Startknoten und hier ist der Zielknoten. Und jetzt wollen wir den kürzesten Pfad da durchlaufen. Und wir stellen fest, in diesem Beispiel, das kann man auch leicht einsehen, dass das immer so sein muss, nicht nur in diesem Beispiel. Der kürzeste Pfad hier von da oben nach da unten ist der Pfad, der möglichst viele Diagonalen nimmt. Also je mehr Diagonalen ein Pfad nimmt, umso kürzer wird er, weil jede Diagonale eine schöne Abkürzung ist. Und Diagonalen gibt es ja nur bei Übereinstimmungen. Wenn Sie sich das angucken, hier diese Kante entspricht dem, dass G übersprungen wurde. Diese Kante entspricht dem, dass hier das A übersprungen wurde und so weiter. Und die Diagonalen sind eben genau diese Korrespondenzen. Ein kürzester Pfad ist ein Pfad, der möglichst viele Diagonalen enthält. Und das können Sie 1:1 wieder zurück übertragen. Ein maximal viele Korrespondenzen in diesem Vergleich, in dem Sequenzvergleich. Ein anderes Beispiel
ebenfalls aus der Vorlesung Algorithmische Modellierung, die donnerstags nachmittags läuft, geklaut. Das ist das, was im TechSatz-System Tech, T-E-X oder T-E-Chi, Tau Epsilon Chi, LaTeX kennen Sie wahrscheinlich, was tatsächlich ursprünglich in dieser einfachen Form implementiert worden ist, inzwischen komplexere Formen davon. Sie haben eine alltägliche Situation im Textsatz. Sie haben einen Absatz, in diesem Fall besteht nur aus einem Satz, damit das Beispiel klein bleibt, und Sie wollen diesen Absatz möglichst schön formatieren. Und Sie sehen schon an diesem Beispiel, was die unschönen Sachen sind. Ja, wenn Sie weniger in eine Zeile reinpacken, als da so reinpassen würde, dann wird es unschön. Sei es, dass Sie hier so einen Sperrdruck haben oder sei es, dass Sie hier nur einfach so ein paar Lücken zwischen den einzelnen Wörtern haben. Oder Sie können natürlich auch sagen, ich mache keinen Blocksatz, ich mache rechts Flattersatz. Das heißt, rechts enden die Zeilen nicht alle auf gleicher Höhe. Das sieht natürlich auch hässlich aus, wenn rechts die Zeilen alle unterschiedlich weit rausragen. Also, man kommt nicht um das Problem drumherum, hier zu versuchen, gegeben ist dieser Text und gegeben ist auch diese Breite, in die dieser Text reinzuklemmen ist. Wie können wir jetzt möglichst gut die Zeilenumbrüche hier setzen, sodass der Gesamttext möglichst wenig hässlich ist, möglichst wenig solche Fälle von Sperrdruck oder Ähnlichem hat. Und das reduzieren wir auch wieder auf kürzeste Pfade. Dass das Ganze so komisch gewunden, wie eine Schnecke aussieht, das liegt einfach daran, dass es verdammt kompliziert ist, das auf irgendeine übersichtliche Art und Weise schon bei diesem kleinen Beispiel zu visualisieren. Ich habe diese Möglichkeit gefunden, das zu visualisieren und hoffe, dass die einigermaßen übersichtlich ist. So, Sie haben für jedes Wort haben Sie einen Knoten hier. Also in dieser einfachen Variante betrachte ich nicht den Fall von Silbentrennung, aber das Grundprinzip lässt sich einfach auf den Fall von Silbentrennung übertragen. So, unexpected example of und so weiter und so fort. Sie haben eine Kante von einem Knoten zu einem anderen. Wenn Sie, also von unexpected zum Beispiel zu shortest, wenn Sie diese beiden Wörter tatsächlich als erstes Wort von zwei aufeinanderfolgenden Zeilen schreiben können. Also, weil unexpected example of in eine Zeile passt, aus diesem Grund gibt es eine Kante von unexpected nach shortest. Und weil formatting of text in eine Zeile passt, aus diesem Grund gibt es eine Kante von formatting nach through, eben weil Formatting und Through untereinander am Anfang von zwei Zeilen stehen können. Wir brauchen noch einen Endknoten, der sozusagen den Anfang der nächsten Zeile nach diesem Absatz simuliert. Und dann haben wir unseren Graphen. Wir haben unseren Startknoten unexpected und unseren Endknoten hier Ende. Und was uns noch fehlt, sind die Kantenlängen. Naja, zum Beispiel die Kante von unexpected nach shortest hat als Länge sowas wie einen Hässlichkeitswert für diese Zeile. Unexpected example of hat einen gewissen Hässlichkeitswert, der sich im Wesentlichen daraus ergibt, ja, wie lang diese Zeile ist, also wenn man das ausdehnt auf diese Breite, wie viel Platz da überall noch zu lassen ist. Das ist dann die Kantenlänge und diese Absatzformatierung, die entspricht dem Pfad von unexpected nach shortest, nach formatting, nach through und nach systems, irgendwo ist da systems, ja, und Ende. Der kürzeste Pfad ist der Pfad mit der minimalen Gesamtsumme von Hässlichkeitswerten,
und damit in diesem Sinne die am wenigsten hässliche Formatierung dieses Absatzes. Also Sie sehen, man kann zum Beispiel mit kürzesten Faden eine ganze Menge noch machen an Dingen, wo man gar nicht zuerst dran denken würde. Und das waren jetzt hier nur zwei Beispiele. Einerseits natürlich, um Werbung zu machen für die Vorlesung Algorithmische Modellierung, aber vor allem zwei Beispiele für das, was hier eigentlich passiert. Ein Problem auf ein anderes Problem zu reduzieren, heißt, wir nehmen uns eine Eingabe für das ursprüngliche Problem her, transformieren die in eine Eingabe für das Problem, wo wir hinwollen, lösen dieses Problem und transformieren diese Lösung zurück zu einer Lösung für unser Ursprungsproblem. Hier nochmal, wir nehmen uns eine Eingabe her, die beiden Input-Strings, basteln daraus eine Eingabe für kürzeste Pfade, lösen das, finden hier einen kürzesten Pfad und transformieren diese Lösung zurück in eine Lösung für unser Ausgangsproblem. Genau dieses Schema haben Sie in diesem und dem anderen Beispiel gesehen. Und machen wir uns hier wieder klar, wenn Sie jedes Problem in jede Instanz, jede Eingabe in x hier lösen können, indem Sie y lösen, dann ist es völlig unmöglich, dass y asymptotisch schneller gelöst werden kann als x. Ja, x kann vielleicht noch auf anderem Wege, gar nicht durch Reduktion von y, noch auf anderem Wege vielleicht schneller gelöst werden. Das kann im Einzelfall mal sein. Aber da wir mit y alles lösen können, was an x an Problemen da ist, kann y auf k, also wenn y, das wäre ein Widerspruch in sich. Also angenommen, y könnte asymptotisch schneller als x sein, lösbar sein. Dann nehmen wir uns eine Eingabe von x her, transformieren das, lösen das so wahnsinnig schnell, transformieren das zurück und haben genauso schnell einen Algorithmus für x, wie wir für y hatten. Geht also nicht. So, also, was heißt Reduktion von Problemen? Was haben Sie jetzt eben in diesen Bildern gesehen? Ein Problem x, ein algorithmisches Problem x wird auf ein algorithmisches Problem x, y reduziert, dadurch, dass wir einen Algorithmus haben, eine Transformation haben, die jede Eingabe von x in eine Eingabe von y umwandelt und umgekehrt einen zweiten Algorithmus, wo wir für jede Ausgabe des einen des von y eine entsprechende Ausgabe für x basteln. So, hier sehen Sie, wie sinnvoll es ist, sich auf Entscheidungsprobleme mit Entscheidungsproblemen zu befassen, sich darauf zurückzuziehen, weil Entscheidungsprobleme, da ist der Output ja oder nein, das ist trivial. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der Rückalgorithmus, dieser zweite Algorithmus hier zur Rücktransformation des Outputs, entweder transformiert in Anführungszeichen er ein Ja in ein Ja und ein Nein in ein Nein oder umgekehrt ein Ja in ein Nein und ein Nein in ein Ja. Also bei Entscheidungsproblemen haben wir uns jedweden Ärger mit diesem zweiten Algorithmus schon mal von vornherein vom Leibe gehalten und deshalb, das ist mit ein Grund, warum Entscheidungsprobleme so sinnvoll hier zu betrachten sind, sich die Sache zu vereinfachen. So, also eigentlich ein, wenn Sie sich nochmal das hier vergegenwärtigen, etwa dieses Beispiel, ein einfaches Konzept, Reduktion eines Problems auf ein anderes Problem, Eingabe wird in Eingabe transformiert, Problem wird gelöst, Ergebnis wird in Ergebnis transformiert. So, das ist eine Reduktion eines Problems in ein anderes und das ist jetzt eigentlich keine große Erweiterung des Ganzen. Polynomiell heißt, dass diese beiden Transformationen einfach polynomielle Laufzeit haben. Dass man die Hintransformation der Eingabe und die Rücktransformation der Ausgabe, dass es dafür Algorithmen gibt, die polynomielle asymptotische Komplexität haben. Mehr ist das jetzt nicht. Und auch hier wieder, wir haben ja festgestellt,
dass bei Entscheidungsproblemen die Rücktransformation trivial ist. Entweder Ja auf Ja, Nein auf Nein oder Ja auf Nein, Nein auf Ja. Das wird ja wohl polynomiell sein, diese Transformation. So, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Wir haben noch eine Klasse von algorithmischen Entscheidungsproblemen. Und zwar die Klasse, das ist jetzt die Klasse von algorithmischen Entscheidungsproblemen, wo diese wirklich schweren Probleme alle drin sind. Also Sie sehen NP und Sie sehen noch ein C hinten dran an dem Namen, das steht für complete, vollständig. Es hat sich eingebürgert, die Probleme in dieser Klasse, die NP-vollständigen Probleme zu nennen oder NP-complete problems im Englischen. Daher kommt das NPC. Warum das so heißt, vollständig, complete, weiß ich nicht genau. Ich habe eine Ahnung, warum es so genannt worden ist, was dahinter der Gedanke ist, aber ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, zu versuchen, meine Ahnung Ihnen zu irgendwie versuchen zu vermitteln. Das würde zu weit führen. So, das ist eine ziemlich heftige Klasse. Eine Klasse, wo man zunächst mal intuitiv, wenn man sich klargemacht hat, was diese Klasse beinhaltet, wo man intuitiv denken würde, diese Klasse muss leer sein. Es kann keine algorithmischen Probleme geben, die diese Bedingung erfüllen. Die ist zu brutal, diese Bedingung, die hier per Definition notwendig ist, damit eine algorithmische Problemstellung in dieser Klasse NPC ist. Und dennoch sind die ganzen Probleme, die ich Ihnen als wirklich schwere Probleme genannt habe, sind die alle in dieser Klasse drin. So, wir werden dann auch Beispiele sehen, wo Sie dann das Verständnis dieser abstrakten Konzepte weiter erwerben, vertiefen, nachprüfen können, jetzt in der Vorlesung oder aber auch in der Nachbereitung. So, was heißt das? Es geht zunächst mal um Entscheidungsprobleme in der Klasse NP, also in der Klasse aller Probleme, nicht der Probleme, die polynomial lösbar sind, sondern in der Obermenge, von der wir nicht wissen, ob es eine echte Obermenge ist oder nicht, p gleich np wissen wir nicht, in der Klasse np, das heißt alle algorithmischen Entscheidungsprobleme, für die es ein polynomiell auswertbares Zertifikat gibt. Was ist hier los? Warum stört das? Es scheint an dem Gerät zu liegen, aber gut, muss ich halt ein bisschen in der Hand halten, um die Störung zu verhindern, hoffentlich. Na gut, aber nicht alle Probleme NMP, sondern hier ist jetzt der brutale Teil der Anforderung an ein Problem, nämlich dass alle Probleme, die es in NP gibt, die wir alle natürlich nicht kennen, dass sich alle Probleme, die es in NP gibt, polynomiell reduzieren lassen auf dieses Problem. Ja, also ich habe ja gesagt, zum Beispiel das TSP, was ich jetzt mehrfach als Beispiel verwendet habe, oder das Rucksackproblem oder das Steinerbaumproblem, alle diese Problemstellungen. Was da steht, wenn ich behaupte, und zwar zu Recht behaupte, dass die alle in dieser Klasse NPC sind, was da steht ist, dass jede algorithmische Problemstellung in NP, jedes algorithmische Entscheidungsproblem, das in NP ist, egal ob die Menschheit dieses Problem kennt oder nicht, jedes einzelne lässt sich polynomiell reduzieren auf das TSP. Und genauso lässt es sich polynomiell reduzieren auf das Steinerbaumproblem und genauso auf das Rucksackproblem und so weiter. Denken Sie nochmal dran, was dieses polynomielle Reduzieren heißt. Nochmal hier das Beispiel: Eingabe wird in Eingabe transformiert,
Lösung wird in Lösung transformiert. Jedes Problem in NP lässt sich analog in eine da lässt sich die Eingabe in eine Eingabe des TSP umwandeln, in Punkte in der Ebene. Und die Rundtour, die beste Rundtour, lässt sich in eine beste Lösung dieses Ursprungsproblems befassen. Ja, das bedeutet insbesondere auch, wenn ich jetzt sage, dass zum Beispiel Rucksackproblem und TSP in dieser Klasse NPC sind. Das bedeutet, TSP lässt sich polynomiell in Steinerbaum oder Rucksack transformieren und Steinerbaum lässt sich polynomiell in TSP. Oder wie auch immer, jedes in jedes. Also es gibt, Sie können die Punkte in der Ebene in einen Rucksack, in eine Eingabe für das Rucksackproblem umwandeln, Rucksackproblem lösen und das in eine Rundtour umwandeln, eine optimale Rundtour für das TSP. Sie können umgekehrt eine Eingabe für das Rucksackproblem hernehmen, in Punkte in der Ebene umwandeln, dort Rundtourproblem lösen und diese Rundtour in eine optimale Lösung für das Rucksackproblem umwandeln. Unglaublich, nicht? Sowas kann es doch eigentlich gar nicht geben. Und dennoch ist es so. So, wo waren wir stehen geblieben? Das ist die Problemstellung. Ich hoffe, ich konnte Ihnen jetzt mündlich eine gewisse Idee geben, was eine algorithmische Problemstellung in NPC, was das bedeutet. Und genau, und das ist nochmal der Punkt, den hatte ich schon betont, alle Probleme in NP, auch die Probleme, die wir gar nicht kennen, alle diese Probleme müssen sich auf X reduzieren lassen, erst dann ist X ein NP-vollständiges Problem. Das ist noch eine Nebenbemerkung, die uns jetzt nicht so weiter im Weiteren interessiert. Das war ja die offene Fragestellung, ob P gleich NP ist oder nicht, wissen wir nicht, werden wir vielleicht nie erfahren. Es sei denn, Sie schaffen es, da was zu beweisen. Und P gleich NP gilt genau dann, wenn es mindestens ein NP-vollständiges Problem gibt, das sich polynomial lösen lässt. Warum? Naja, wenn P gleich NP ist, die eine Richtung, wenn P gleich NP ist, dann sind auch die NP-vollständigen Probleme alle polynomial lösbar in P. Denn ein NP-vollständiges Problem ist ja per Definition in NP. Damit sind natürlich alle NP-vollständigen Probleme in P. Das heißt, alle NP-vollständigen Probleme sind hier drin. Und umgekehrt, wenn es umgekehrt ein NP-vollständiges Problem gibt, das polynomial lösbar ist, also nehmen wir mal an, wir würden einen polynomialen Algorithmus für das TSP finden oder für das Steinerbaum-Problem oder für Rucksack-Problem und so weiter. Dann würde das bedeuten, alle Probleme in NP lassen sich auf dieses NP-vollständige Problem zurückziehen. Das ist polynomial lösbar. Also lassen sich alle Probleme in NP auf ein polynomiell lösbares Problem polynomial reduzieren. Und damit haben wir unseren polynomiellen Algorithmus für jedes Problem in NP. Wenn es ein Problem gibt, beispielsweise das TSP, das NP-vollständig ist und trotzdem einen polynomiellen Lösungsalgorithmus erlaubt, dann kann ich jedes beliebige Problem in NP hernehmen, polynomial transformieren aufs TSP, TSP dann polynomial lösen, polynomial rücktransformieren. Aufwand für drei Polynome ergibt wieder polynomiellen Aufwand. Ich hätte für jedes Problem in NP durch diese Reduktion damit einen polynomiellen Algorithmus gefunden und damit würde P gleich NP gelten. Also versuchen Sie das durchaus nachzuvollziehen, was hier steht, was ich jetzt eben gesagt habe, zu Hause auch nochmal als Übung in elementarer Sprachlogik. Denn die ganze Zeit sind wir hier nicht auf mathematischer Ebene, sondern im Grunde auf sprachlicher Ebene. Die meisten Sachen, die wir hier bisher besprochen haben. Die Logik, die Sie hier nachvollziehen müssen, ist Sprachlogik, nicht mathematische Logik. So, also nochmal zurück.
Diese Definition ist so unglaublich hart, dass man gar nicht glauben will, glauben kann, dass es da überhaupt irgendeine Problemstellung gibt, die wirklich NP-vollständig sein kann. Und dann schon gar nicht tausende von praktischen, also viele, viele praktische Problemstellungen und tausende weitere, die in der Literatur betrachtet worden sind. So. Sie sehen, schauen Sie sich diesen Action-Title an. Ich weiß nicht, ob es eine deutsche Übersetzung für Action-Title gibt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das vertraut ist. Action-Title heißt, dass im Titel nicht nur ein Stichwort steht, sondern richtig ein ganzer Satz oder irgendwas. So wie hier ein ganzer Satz. Wir behaupten hier, dass es mindestens ein NP-vollständiges Problem gibt. Wir werden jetzt erst einmal die nächsten Folien damit verbringen, zu beweisen, dass dieses Problem NP-vollständig ist. Und nachdem wir damit, das heißt, dann haben wir erst einmal gezeigt, es gibt tatsächlich NP-vollständige Probleme. Diese harte Anforderung ist nicht so hart, dass am Ende nur die leere Menge rauskommt, die diese Anforderung erfüllt. Und danach werden wir, das beschließt dann dieses Kapitel, danach werden wir dann schrittweise noch ein paar weitere Problemstellungen betrachten, beispielhafte Problemstellungen, von denen wir auch beweisen, dass sie NP-vollständig sind, indem wir sie zirkelzatt darauf zurückführen. Werden wir dann sehen. Also erstmal, was ist die Problemstellung? Circuit, Schaltkreis, Satisfiability, Erfüllbarkeit. Sie haben einen Boolschen Schaltkreis. Also, Sie kennen das aus den technischen Grundlagen der Informatik. Diejenigen von Ihnen, die das bisher gehört haben oder auch anderswoher, ein Schaltkreis, das heißt, Sie haben eine ganze Menge von Eingangspins, wo jeweils 0 oder 1 anliegt, also false oder true, wenn man so will. Und Sie haben ein oder mehrere Ausgangspins, wodurch die ganzen logischen Gatter, Und-Gatter oder Gatter, Nicht-Gatter, typischerweise in der Hardware dann NAND und NOR-Gatter, wo durch diese ganze Vergatterung dann eine boolsche Funktion dargestellt wird. Wenn Sie da die Voraussetzungen nicht haben, kommen Sie gerne vielleicht im Forum auf uns zu, dass wir dann gerne Ihnen dann noch passende Illustrationen, Zusatzinformationen geben können, was es damit auf sich hat. So, also die Eingabe ist ein boolscher Schaltkreis, das heißt, das, was Sie in Computern finden, ein paar Eingangspins, wo 0 und 1 angelegt werden können, also Ladung oder Nichtladung, Spannung oder Nichtspannung, dann durch verschiedene Gatter ergibt sich dann eine logische Verarbeitung, zum Beispiel bei einem Und-Gatter, da kommt eben als Ausgang nur raus eine 1, wenn beide Eingänge 1 sind und so weiter. Und der Output soll ja sein. Wir haben ein Entscheidungsproblem natürlich. Wir reden ja die ganze Zeit nur über Entscheidungsprobleme. Wenn es irgendwie möglich ist, da Nullen und Einsen anzulegen an die Eingabepins, sodass am Ende bei dem einen Ausgangspin tatsächlich eine 1 herauskommt. Also ich hatte jetzt Beispiel genannt, wenn Sie einen Schaltkreis haben von nur einem AND-Gatter, von nur einem Und-Gatter, dann mit 2 Eingabenpins und einem Ausgabepins, dann müssen Sie an beide eine 1 ranlegen, damit Sie auf der Ausgabe auch eine 1 haben. Bei komplexeren logischen Schaltungen, die viele, viele Tausende, viele Millionen solcher einzelner Gatter wild miteinander verknüpfen, ist das natürlich nicht so einfach vorhersehbar, wie man da Nullen und Einsen anlegen muss, damit am Ende eine 1 herauskommt. So, stellen wir erstmal fest,
dass diese Problemstellung in NP ist. Das heißt, es gibt ein Zertifikat, polynomiell auswertbares Zertifikat für eine Ja-Ausgabe. Und wie meistens ist es auch hier wieder einfach, das Zertifikat ist einfach die Lösung. Wir bekommen als Zertifikat die Information, dass hauen Sie den doch mal auf den Kopf. Nein, das war keine Aufforderung zu einer Straftat. Okay, danke. Sie geben einfach an, bei jedem Eingabepin, da soll nur eine 0 und eine 1 rankommen. An diesem Eingabepin soll eine 0, an diesem Eingabepin eine 1 und so weiter und so fort für sämtliche Eingabepins. Und dann können Sie einfach, das ist das Zertifikat und der Auswertungsalgorithmus, der feststellt, ob das tatsächlich stimmt, der rechnet einfach das ganze Gatter durch. Der guckt sich dann für jedes einzelne Gatter innerhalb dieses Boolschen Schaltkreises an. Das liegt auf dem einen Eingang an, das liegt auf dem anderen Eingang an, also ergibt sich dann das als Output und so weiter und so fort, bis bei der Durchrechnung am Ende das Ausgangspin erreicht wird und dort kann man dann feststellen, ja, es kommt eine 1 dabei heraus. Das heißt, für einen Ja-Input haben wir die entsprechenden Belegungen mit Nullen und Einsen an den Eingabepins. Das ist ein Zertifikat, das wir einfach durch Durchrechnen des Gatters polynomiell überprüfen können. So, und die Behauptung ist, dass diese Problemstellung tatsächlich NP-vollständig ist. Das heißt, jedes einzelne Problem in NP, jedes algorithmische Entscheidungsproblem, für das es ein polynomiell überprüfbares Zertifikat gibt, lässt sich polynomiell auf Circuit SAT reduzieren. Und wie gesagt, jedes Problem heißt auch die Probleme, die die Menschheit sich noch nie angesehen hat, die Probleme in NP. So, ich will nur eine Beweisskizze hier machen. Ein echter mathematisch wasserdichter Beweis wäre sehr viel komplexer. Da müssten wir auch noch eine ganze Menge mehr einführen. Da müssten wir anfangen, hier erstmal mit formalen Sprachen rumzuhantieren, Dinge, die in den formalen Grundlagen der Informatik gelehrt werden. Das machen wir alles hier nicht. Eine Beweisskizze, die aber erstens mal, denke ich, ausreichend gut zeigt, wie der Beweis eigentlich funktioniert und ausreichend Einsicht gibt, wenn Sie diese Beweisskizze soweit nachvollzogen haben, dass es gar nicht so absolut erstaunlich ist, dass dieses Problem NP-vollständig ist. Also, was müssen wir machen? Wir müssen eine Aussage beweisen über jedes Entscheidungsproblem in NP. Wir müssen für jedes Entscheidungsproblem in NP feststellen, beweisen, dass es polynomiell auf CircuitSAT reduzierbar ist. Wir wissen aber nicht alle, wir kennen aber nicht alle diese Probleme, für die wir das beweisen müssen. Also nehmen wir uns ein unbekanntes Problem X in NP her. Alles, was wir wissen für dieses Problem ist, es ist ein Entscheidungsproblem, für den ein polynomiell überprüfbares Zertifikat für Ja-Inputs existiert. Das halten wir hier fest. Wenn wir einen Ja-Input I haben, dann ist das zugehörige Zertifikat. Ja? So wie beim TSP, die Rundtour, die maximale Distanz nicht überschreitet, die maximale Gesamtlänge, die auch vorgegeben ist, nicht überschreitet, so wie die DAS-Zertifikat ist und so weiter. So, und das Zweite, was wir wissen, also wir wissen, es gibt ein, wir dröseln jetzt in diesen beiden Punkten einfach nur auf, dass X in der algorithmischen Klasse NP ist. Das heißt, wir haben ein Zertifikat, das nennen wir ZI für jeden Ja-Input I, und wir haben einen polynomiellen Algorithmus, der für jeden Ja-Input den Input hernimmt, das Zertifikat
und sagen kann, ja, an dieser Stelle, ja, das ist ein Ja-Input. Wir sind in der ähnlichen Situation wie bei den Zertifikaten, die ich aus anderen Bereichen beim letzten Mal genannt hatte, zum Beispiel Checksummen. Für einen Ja-Input, also dass die Übertragung der Daten inklusive Checksumme korrekt war, für einen Ja-Input wird Ja zurückgeliefert. Für einen Nein-Input, das heißt für eine fehlerhafte Datenübertragung, wird irgendwas zurückgeliefert, ja oder nein? Okay, wenn die Checksumme vernünftig gebaut ist, dann wird in allen praktisch relevanten Fällen nein zurückgeliefert, aber prinzipiell erst einmal kann auch ja zurückgeliefert werden. Das heißt, wir haben bei Zertifikaten immer nur eine Garantie in die eine Richtung. Ja-Inputs werden korrekt als ja erkannt. Nein-Inputs sollten möglichst häufig korrekt als Nein-Inputs erkannt werden, aber es gibt immer ein Restrisiko, dass ein Nein-Input inkorrekt als Ja-Input klassifiziert wird. So, was heißt polynomiell? Hier vielleicht nochmal genau zu sagen, wir haben ja reale Maschinen oder Maschinenmodelle. Und diese Maschinen sind getaktet. Was heißt eigentlich, wir haben so und so viel asymptotische Komplexität? Das heißt, die Ausführung des Algorithmus hat nur so und so viel Taktzyklen. Das heißt, die Anzahl der Taktzyklen, die notwendig sind, um einen Algorithmus durchzuführen, die wächst eben asymptotisch mit dem, was wir als asymptotische Komplexität bezeichnet haben. Das heißt, dieser Algorithmus durchläuft nicht beliebig viele Taktzyklen, sondern in der Größe von i, das war ja unser Maßstab, unser gemeinsamer Nenner dafür, die Inputgröße, darin so und so viele Taktzyklen. So, und jetzt kommt die brutale Holzhammer-Idee, mit der wir das beweisen können. Ich gehe mal vielleicht durch hierhin. So, ein Computer können Sie sich vorstellen, so wie heutzutage Computer gebaut sind, so wie sie seit Erfindung der Computer bis heute und auf absehbare Zeit gebaut sind. Ein Computer können Sie sich vorstellen als einen großen Schaltkreis, der sozusagen auf sich selbst zurückgeschaltet wird. Das ist nicht hundertprozentig das, was ein Hardware-Spezialist das nennen würde. Möglicherweise wird sich auch ein Hardware-Spezialist gegen diese Formulierung wenden, aber ich denke, das ist eine adäquate Vorstellung hier. Sie haben Ihre Speicher, ganz grob vereinfacht, Ihre Speicherbits, und in einem Taktzyklus durchlaufen alle diese Werte, als Eingabepins laufen die in den Schaltkreis hinein und dadurch kommt dann an den Ausgabebits dieses Schaltkreises irgendwas raus. Und wo sind die Ausgabebits dieses Schaltkreises? Wieder in die Speicherbits hinein. Ja? Von den Speicherbits, Eingabepins in den großen Schaltkreis, den den Computer ausmacht, einmal durch den Schaltkreis durch im Rahmen eines Taktes, wieder zurück in die Speicherbits über die Ausgabepins in die Speicherbits hinein. So kann man sich die Wirkungsweise, die Funktionsweise eines Computers im Prinzip vorstellen. Und das ist jetzt die Idee. Wir nehmen uns einen Computer her, wie er bei Ihnen in der Tasche ist oder unter Ihrem Finger gerade oder wie auch immer. Wir nehmen uns diesen Computer her und stellen uns diesen Schaltkreis vielfach dupliziert vor. Hintereinander
hintereinander gebaut, ja? Dieser Schaltkreis, der Ihren Computer ausmacht, den stellen wir uns beliebig dupliziert vor, ausreichend häufig, und auch die Speicherbits, die Sie da drin haben, ausreichend häufig dupliziert, sodass Sie dann immer so eine alternierende Kette haben. Ihr Schaltkreis, ein Duplikat Ihres Schaltkreises, ein Duplikat Ihrer Speicherbits, ein Duplikat Ihres Schaltkreises und so weiter und so fort. Wir können uns noch klar machen, dass wir nicht den ganzen Computer brauchen, den Sie da haben, um das Zertifikat, um den Algorithmus für das Zertifikat auszuführen, sondern dass wir nur einen kleinen Bruchteil davon brauchen, das, was der Algorithmus braucht an Bestandteilen, der dann mit Sicherheit polynomial in der Größe des Inputs ist. So, der Durchlauf des Algorithmus, der ist in unserem Computer so und so viele Taktzyklen, so und so oft durch den Schaltkreis, durch die aktuellen Speicherbits propagiert. Ja? So und so oft ein neuer Takt beginnt, Speicherbits werden ausgelesen in die Eingabepins des Schaltkreises, ganze durch, bis zu den Ausgabepins, die wieder auf die Speicherbits gelegt werden. Das sind, wenn A ein polynomialer Algorithmus ist, was wir jetzt machen, ist, dieses zu ersetzen durch, das Ganze läuft einmal durch diese Konkatenation, durch diese Aneinanderreihung von den ursprünglichen Eingabebits bis zu den endgültigen Ausgabebits. Von der ursprünglichen Eingabe des Ganzen, sämtliche Zwischenergebnisse sind dann hier in irgendwelchen Speicherbits dazwischen drin, bis zu den Ausgaben des ganzen Algorithmus. Ja, können Sie sich das vorstellen, anstatt dass zyklisch immer wieder dasselbe durchlaufen wird, dieselbe Reihenfolge von den Speicherbits durch den Schaltkreis durch, wieder zu den Speicherbits hinein, neue Werte für die Speicherbits, überschreiben die alten Werte, stattdessen das sozusagen ausgelegt. Sie haben so und so viele Duplikate der Speicherbits und anstatt wieder in dieselben Speicherbits hineinzuschreiben, schreiben Sie dann ins nächste Duplikat der Speicherbits hinein, ins übernächste Duplikat und so weiter, immer durch ein Duplikat des Schaltkreises hinaus. Sie haben also Zeit ersetzt durch Raum. Und was Sie damit haben am Ende, ist ein Schaltkreis. Wenn Sie hier auf diese Art und Weise Zeit ersetzen durch Raum, dann gibt es keine Rückschaltung mehr, sondern es propagiert sich immer weiter fort. Sie brauchen keine Taktung mehr. Es ist alles ein großer Schaltkreis geworden, wo dieser Schaltkreis dann die verbunden ist mit diesem Schaltkreis und so weiter und so fort, sodass Sie insgesamt so angedeutet als Pyramide einen großen Schaltkreis haben, wo Sie die ursprünglichen Speicherbits, die ursprünglichen Werte in Ihrem Hauptspeicher als Eingabewerte an den Eingabepins des Schaltkreises haben. Und wir reden immer über Entscheidungsprobleme, da kommt 0 oder 1 raus. Das heißt, wir haben ein Ausgabepin, ein einzelnes Ausgabepin, wo entweder 0 oder 1 rauskommt. Und wir haben irgendwo einen Platz in unserem Hauptspeicher, wo wir den Input hinsetzen. Wir haben irgendwo einen Platz, vielleicht daneben, wo wir das Zertifikat reinsetzen. Also ganz konkret, wir haben das Rucksackproblem, wir haben einen Input des Rucksackproblems, die Elemente mit ihren Gewichten und Profiten und die obere Schranke für das gesamte Gewicht. Und wir haben Platz für das Zertifikat reserviert, also in dem Fall auch wieder für eine zulässige Lösung. Und der Lauf des Algorithmus A, dieses Auswertungsalgorithmus, dieses Prüfalgorithmus für das Zertifikat, der steckt jetzt drin in diesem Schaltkreis. Der ist in diesem Schaltkreis realisiert und da kommt am Ende
einen Ausgabepin an. Und wenn der Input ein Ja-Input war, dann muss hier eine 1 rauskommen. So ist dieser Algorithmus, so funktioniert dieser Algorithmus. So, machen Sie sich mal klar, wir haben gesagt, x ist irgendein Entscheidungsproblem, von dem wir nichts weiter wissen. Wir wissen nur, da es in NP ist, gibt es ein Zertifikat und einen polynomiellen Überprüfungsalgorithmus für Input plus Zertifikat. Ich habe zwar hin und wieder, so wie eben mal, Beispiele genannt, wie Rucksackproblem, aber die ganze Betrachtung hier ist völlig unabhängig von konkreten Beispielen. Hier ist nichts irgendwie mit Beispielen wie TSB, Steinerbaum, Rucksack oder was auch immer. Es ist alles gültig für jedes einzelne Entscheidungsproblem in NP. Weil wir nichts anderes gesagt haben, okay, wenn es in NP ist, hat es ein Zertifikat und einen polynomiellen Überprüfungsalgorithmus. Und damit haben wir gearbeitet. Auch hier weiter, wie Sie sehen, auch das ist völlig allgemein. Wir haben für irgendein Entscheidungsproblem X in NP Platz für den Input und für das Zertifikat. So. Jetzt sind wir mit der Beweisskizze auch schon auf dieser Folie, glaube ich, praktisch fertig. Ja, auf dieser Folie sind wir fertig. Jetzt gucken wir uns mal an. Falls I ein Ja-Input ist, dann wissen wir, der Algorithmus, dieser Überprüfungsalgorithmus, den wir hier als Schaltkreis realisiert haben, falls I ein Ja-Input ist, dann wird dieser Überprüfungsalgorithmus, der den Ja-Input und das Zertifikat überprüft, der muss 1 rausliefern, sonst war das kein korrekter Überprüfungsalgorithmus. Und das heißt schlicht und einfach, dass dieser Schaltkreis, den wir so konstruiert haben, erfüllbar ist. Umgekehrt, falls dieser Schaltkreis erfüllbar ist, dann kann man genauso gut umgekehrt sagen, das ist jetzt reine Sprachlogik, dass das, was im Zertifikat, was da in dem Bereich steht, der für das Zertifikat reserviert wurde, tatsächlich ein Zertifikat ist. Also, falls das hier ein Ja-Input unseres NP-Problems ist und das ein korrektes Zertifikat, dann wird der Überprüfungsalgorithmus eine 1 rausliefern und das bedeutet insbesondere, dass dieser Schaltkreis erfüllbar ist. Falls hingegen dieser Schaltkreis erfüllbar ist mit diesem Ja-Input, ist das, was hier steht, ein Zertifikat dafür, denn da kommt ja 1 raus. Was wir hier hinsetzen müssen, damit hier am Ende eine 1 rauskommt. Und damit haben wir unser unbekanntes Problem X reduziert auf Circuit SAT. Genau dann, wenn dieser Schaltkreis erfüllbar ist, genau dann war das ein Ja-Input. Wie gesagt, das ist ein Thema, bei dem die Vorlesung, eine Vorlesung, die sich natürlich auch ein bisschen beeilen muss, weil das nicht das einzige Thema in diesem Semester ist, wo so eine Vorlesung nur eine erste Basis schaffen kann für das Verständnis, wo Sie dann durchaus versuchen müssen, sich das nochmal alles nachträglich zu vergegenwärtigen. Dazu haben Sie die Vorlesungsaufzeichnung, auch das Video dazu, das Sie natürlich auch zur Hilfe nehmen sollten, wo ich es eben nicht in einer Vorlesungssituation alles erklärt habe, sondern ganz in Ruhe und mir vorher überlegt habe, was ich da jeweils dazu sagen werde. Und wie ich auch immer wieder versuche, Ihnen zu kommunizieren, wir sind ja auch noch da, wir können versuchen, Ihnen Fragen dazu zu beantworten. Und bis jetzt hat es eigentlich immer ganz gut geklappt, dass alle Fragen dann doch, die gestellt worden sind, dann auch beantwortet werden konnten. Fragen, die nicht gestellt werden, können natürlich nicht beantwortet werden. So, wir haben unser erstes NP-vollständiges Problem, Circuit SAT. Und jetzt werden wir an ein paar wenigen Beispielen mal sehen, wie das aussieht,
zu weiteren Problemen zu beweisen, dass sie NP-vollständig sind. Ja, das ist der Gag daran. Wenn wir erstmal für ein Problem bewiesen haben, dass es NP-vollständig ist, dann können wir das als Basis nehmen, um für weitere Probleme zu beweisen, dass sie NP-vollständig sind. So, das nächste ist eine einfache Transformation, nur SAT. Was ist das? Satisfiability, Satisfizierbarkeit. Die Eingabe ist eine boolesche Formel. Ja, irgendwas, was Sie kennen als boolesche Formel mit oder, mit Negation, irgendwie mit Klammern zusammengefügt, irgend sowas. Vielleicht auch andere Symbole für nicht und, beziehungsweise für nicht oder sonst was, also die üblichen boolschen Funktionen. Und der Output soll ja genau dran sein, wir sind wieder bei Entscheidungsproblemen, wie immer hier, der Output soll ja genau dann sein, wenn wir die einzelnen Variablen, die in dieser boolschen Formel drin sind, wenn wir für jedem von dem einen Wahrheitswert zuordnen können, true oder false, sodass die Gesamtformel wahr ergibt. Ja, also wenn Sie eine Variable a haben und die Formel besteht aus nicht, einfach nur aus der Negation von a, nicht a, dann ist die Belegung natürlich mit false, denn wenn a false ist, dann ist nicht a true. Wenn die boolesche Formel einfach a und b ist, dann ist die Belegung, die notwendig ist, um a und b wahrzumachen, einfach a muss wahr sein, b muss wahr sein, dann ist auch a und b wahr. Ein paar einfache Beispiele, komplexere Beispiele, da kann man das natürlich nicht so einfach überblicken, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben tausende, Millionen von Variablen in der boolschen Formel drin. So, das sieht ja schon mal ziemlich ähnlich aus wie CircuitSat. Schaltkreise sind ja auch nichts anderes als boolsche Formeln, als wenn man so will, als Hardware-Version von boolschen Formeln, so dass es auch nicht überraschend ist, dass wir da von CircuitSat auf SAT kommen werden. Auf der nächsten Folie. Zunächst mal wieder die Beobachtung, diese Problemstellung ist in NP. Warum ist die in NP? Naja, Sie haben eine Formel gegeben, das ist die Eingabe. Als Zertifikat bekommen Sie eine Belegung der Variablen mit irgendwelchen Wahrheitswerten. Also Sie sagen, die Variable x soll den Wert wahr haben, die Variable y den Wert falsch, z soll wieder den Wert wahr haben und so weiter und so fort. Das können Sie als Zertifikat hernehmen. Sie können einfach diese Wahrheitswerte in die Variablen einsetzen und dann natürlich sehr, sehr schnell ausrechnen, ob da am Ende wahr oder falsch rauskommt bei der gesamten boolschen Formel, indem Sie einfach schrittweise die binären und unären Operationen auswerten. So, und was wir hier behaupten und auf der nächsten Folie skizzenhaft beweisen, ist, dass diese Problemstellung NP-vollständig ist. Und da CircuitSat und SAT so nah beieinander liegen, nicht nur dem Namen nach, sondern tatsächlich auch von der Struktur her, von ihrer Natur her, ist das jetzt auch relativ einfache Sache. Wir nehmen uns einen beliebigen, also was wir jetzt machen, ist einfach CircuitSat zu reduzieren auf SAT. Das geht ganz einfach. Wir nehmen uns einen beliebigen Schaltkreis her, einen beliebigen Input für CircuitSat und basteln daraus einfach die boolsche Formel dieses Schaltkreises. Ja, so ein Schaltkreis besteht aus Gattern, AND, OR und so weiter. Das können wir eins zu eins übersetzen in eine boolsche Formel. Also wenn Sie technische Grundlagen gehört haben, ist das für Sie ein alter Hut. Oder in der Schule haben Sie es vielleicht gesehen, wenn Sie hier Nachholbedarf haben, kommen Sie gerne im Forum auf uns zu mit möglichst präzisen, möglichst konkreten Fragen. Je konkreter Ihre Frage ist, umso besser können wir sie beantworten. Auch mit Hinweisen beispielsweise auf Literatur, wenn wir hier von sowas wie Schaltkreisen oder so reden und Sie wissen nicht so richtig, was damit anzufangen, dann können Sie natürlich uns jederzeit fragen, sollen Sie auch. Allein schon damit wir wissen, wo Ihre Probleme sind.
Aber Sie können sich natürlich durchaus auch aufgerufen fühlen, unabhängig davon, auch mal Begriffe wie Schaltkreis beispielsweise in der Wikipedia oder das englische Wort Circuit in der englischsprachigen Wikipedia sich anzuschauen. Oft genug reicht das schon aus, wenn Sie da so ein bisschen die ersten paar Sachen lesen, um zu verstehen, worum es geht, um ausreichend zu verstehen, was hier gemeint ist. Also das ist noch, ich hatte ja am Anfang gesagt, am Anfang dieses Kapitels, dass ich nicht ganz glücklich darüber bin, dass dieses Kapitel im zweiten Fachsemester ist. Ein Grund ist, dass es sehr komplex ist, vielleicht ein bisschen doch zu komplex für Studierende, die erst ein knappes Jahr Erfahrung haben im Studium. Und zum Zweiten aber auch, weil ich doch auf der einen oder anderen Stelle mal auf Wissen zurückgreifen muss, das im zweiten Fachsemester noch nicht unbedingt vorausgesetzt werden kann, nicht von allen Teilnehmern. So, damit haben wir es schon, denn ich nehme mir ein Problem in NP her. Wir haben bewiesen, das lässt sich reduzieren auf CircuitSat. CircuitSat lässt sich 1:1 reduzieren auf SAT und damit lassen sich transitiv alle Probleme auf SAT reduzieren, alle Probleme in NP. Das ist die Logik, die wir immer haben werden. Ein Problem lässt sich auf CircuitSat reduzieren, CircuitSat lässt sich auch, also jedes Problem in NP lässt sich auf CircuitSat reduzieren, CircuitSat lässt sich auf Problem X reduzieren, X lässt sich auf Y reduzieren, also lässt sich jedes Problem in NP transitiv auf Y reduzieren. Die Transformationen sind immer polynomiell, das heißt also, die Laufzeiten polynomiell mal polynomiell mal polynomiell, es bleibt im polynomiellen Bereich. Wenn Sie Polynome miteinander multiplizieren, ist das Ergebnis wieder ein Polynom. So, nächstes Beispiel. Wir sind noch bei logischen Formeln. Jetzt eine eingeschränkte Problemstellung, eine boolsche Formel in konjunktiver Normalform. Was ist konjunktive Normalform? Ich hoffe, ich habe das jetzt hier. Also ich bitte um Entschuldigung, ich kann mir einfach nicht merken, was jetzt konjunktive Normalform und was jetzt disjunktive Normalform ist. Ich will nicht hundertprozentig ausschließen, dass ich hier auf dieser nächsten Folie da irgendwas durcheinander gebracht habe. Aber da ich nie wieder in diesem Leben eine Klausur über das Thema schreiben werde, kann ich mir das erlauben, dass ich mir das einfach nicht merken kann. Ich habe Sie vorgewarnt. Also ich kann es nicht hundertprozentig garantieren, dass ich da nicht irgendwo falsch abgebogen bin von Konjunktiv auf Disjunktiv oder umgekehrt. Aber es ist egal, beides ist im Grunde dasselbe. Also ich hätte hier auch genauso gut statt konjunktiver Normalform disjunktive Normalform verwenden können und das Ganze ist dasselbe. Insofern nehmen Sie eine etwaige Vermischung von beiden her einfach als ein Zeichen dafür, dass beides ginge. So, also eine Formel in eingeschränkter Form. Und der Output soll wieder dasselbe sein, genau dann, wenn es eine Belegung der boolschen Variablen mit Wahrheitswerten gibt, sodass die Formel insgesamt erfüllt ist. Das ist jetzt, nach allem, was wir bisher gesagt haben, trivial. Wir haben eben gesagt, beim Satisfizierbarkeitsproblem, dass das Problem, jede beliebige boolsche Formel auf Erfüllbarkeit zu prüfen, dass das in NP ist. Natürlich ist ein Spezialfall davon, dass wir nur bestimmte boolsche Formeln zulassen und andere ausschließen, ist natürlich dann erst recht in NP. Das hier ist aber nicht so schön trivial. Ja, machen Sie sich klar, wenn Sie eine Problemstellung haben, die NP vollständig ist, heißt es noch lange nicht, dass die eingeschränkte Problemstellung so wie hier auch NP vollständig ist. Denn die Logik ist ja hier, wir beweisen, dass ein Problem NP vollständig ist, indem wir alle Probleme in NP darauf reduzieren. Dass wir auf das allgemeine Problem, beliebige boolsche Formel, alle Probleme in NP reduzieren können, bedeutet noch lange nicht, dass wir alle Probleme
auf diese eingeschränkte Version, alle Probleme in NP auf diese eingeschränkte Version reduzieren können. Das ist nicht logisch schlüssig. Also ist es nicht trivial, es ist trivial zu sagen, drei habe ich noch vergessen zu sagen, das heißt, jede Klausel darf nur maximal drei Literale enthalten. Ach, das steht sogar da oben, ja. Das ist trivial, dass dieses Problem in NP ist, denn wenn es für alle Boolschen Formeln ein Zertifikat gibt, gibt es natürlich auch für diese speziellen Boolschen Formeln ein Zertifikat und entsprechend dem polynomiell auswertbaren Algorithmus. Das hier ist nicht trivial, das muss sich überlegt werden. So, wie machen wir das? Wir reduzieren satt auf diese Formel, auf diese Form. Also machen Sie sich klar, was wir hier tun. Wir haben satt, das allgemeine Problem, und wir haben diese eingeschränkte Version von satt, wo die Formeln bestimmte Formen haben müssen. Was wir hier sagen ist, dass das allgemeine Problem sich polynomial reduzieren lässt auf seine eigene eingeschränkte Version. Ist aber kein Hexenwerk. Wenn Sie mit theoretischen Grundlagen so weit in Berührung gekommen sind, dann kennen Sie diese Transformation auch wahrscheinlich. Ist aber trotzdem, auch wenn Sie nicht damit in Berührung gekommen sind, ist es durchaus kein Hexenwerk, das zu verstehen. Also, wir wollen satt reduzieren auf diese Spezialfall von satt. Das heißt, wir nehmen uns einen beliebigen Input für das Problem satt her und wollen daraus einen Input für diese Spezialform basteln. Wenn Sie technische Grundlagen hatten, dann wissen Sie, dass Sie eine Boolsche Formel immer in Normalform umwandeln können. Das geht ganz einfach und Sie können leicht überprüfen, dass das auch polynomiell ist. Es ist so einfach, dass es ganz offensichtlich polynomiell ist. Sie wissen, dass Sie in beliebigen Boolschen Formel eine Formel machen können, Verundung von Veroderungen bzw. Veroderung von Verundungen von Literalen. Literal ist entweder Variable oder negierte Variable. So, das ist erst einmal der eine Schritt. Aber wir haben ja auch gesagt, maximal drei Literale pro Klausel. Naja, gucken wir uns an, wenn es noch Klauseln gibt nach dieser Transformation, die mehr als drei Literale enthalten, dann zerhacken wir eine solche Klausel in zwei, nämlich die zwei hier. Wir haben eine neue Boolsche Variable, die wir haben zwei Klauseln stattdessen, anstelle dieser einen Klausel, die uns zu lang ist. Wir nehmen uns zwei von den Literalen aus dieser viel zu langen Klausel her und nehmen noch das x dazu und wir nehmen die restlichen Literale her und nehmen auch das x dazu. Das eine mal negiert, das andere mal unnegiert, ist egal wie rum. Wir haben hier eine Klausel mit maximal drei Literalen und hier haben diese Klausel haben wir immerhin erstmal um 1 reduziert. Das heißt, wir sind hier mit unserem Ziel, nur noch Klauseln mit maximal drei Literalen zu haben, sind wir einen Schritt weitergekommen. Diese Klausel hat schon das Ziel erreicht, maximal drei Literale, und was hier noch übrig bleibt, eine weitere Klausel, hat ein Literal weniger als die ursprüngliche Klausel. Und so kann man schrittweise reduzieren und jedes Mal bei solcher schrittweisen Reduktion so nach und nach dahin kommen, bis am Ende alle Klauseln maximal drei Literale haben. Warum ist das äquivalent? Naja, wenn diese Aussage hier wahr ist, wenn diese Verundung wahr ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben hier einen Wahrheitswert, entweder das hier ist wahr oder das hier ist wahr oder beides. Also entweder die ersten n-2 Literale ergeben ein wahr oder, nee, Moment, halt. Genau, hier bin ich falsch abgebogen. Hier müssen Oder-Zeichen hin. Dann funktioniert die Logik. Ich bitte um Entschuldigung hier an dieser Stelle.
Hier müssen Oderzeichen hin. Entweder ist das dann wahr oder das ist wahr. Wenn das dann wahr ist, wenn Sie sich hier Oderzeichen vorstellen. Und wenn das hier wahr ist, dann setzen wir das X auf wahr. Dann ist das gesamte... Nein, Entschuldigung. Halt, falsch. Wenn das hier wahr ist, mit Oderzeichen, dann setzen wir X auf falsch mit Oderzeichen. Dann ist das gesamte immer noch wahr. Und wenn x falsch ist, dann ist das wahr und damit das Ganze mit Oderzeichen wahr, sonst umgekehrt. Also, ich bitte um Entschuldigung, dass hier die falschen Zeichen stehen. Das ist mir da so reingerutscht. Ich war mir nicht ganz hundertprozentig sicher. Jetzt bin ich mir aber wieder sicher, dass hier Oderzeichen stehen. Überlegen Sie sich das nochmal mit Oderzeichen. Wenn da, genau dann, wenn das hier, wenn das wahr ist, dann muss mindestens einer von den beiden wahr sein. Diese L-Werte, diese Literale oder diese Literale. Und wenn diese Literale, diese Veroderung wahr ist, verodern Sie das mit falsch. Und hier haben Sie dann wahr. Und damit ist automatisch diese Veroderung auch wahr. Und umgekehrt, wenn diese Veroderung wahr ist, setzen Sie x auf wahr. Dann ist das hier falsch, aber damit bleibt das immer noch, diese Veroderung wahr. Aber dann ist x eben wahr und damit wird diese Veroderung wahr. Sodass also diese Veroderung äquivalent dazu ist, dass diese beiden Veroderungen wahr sind. Das ist wahr genau dann, wenn beide von denen hier wahr sind. So, im Prinzip werden wir den Rest beim nächsten Mal machen. Das ist jetzt hier der Rest, nur zur Ankündigung. Ich hatte das Problem Clique eingeführt, dieses schöne anschauliche Problem, weil ich das dann jetzt später benutzen will und das will ich dann beim nächsten Mal benutzen, um Ihnen zu zeigen, diese ganzen Sachen, das ist keine Spielerei mit logischen Formeln, sondern man kann aus den Problemstellungen mit logischen Formeln herauskommen und alle möglichen anderen Problemstellungen, die NP-schwer sind, dann auch beweisen damit, dass die tatsächlich NP-schwer sind. Das werden wir beim nächsten Mal nochmal sehen, beispielhaft. Wir werden nicht hier beweisen, dass die ganzen Beispiele, die ich Ihnen genannt habe, TSP, Rucksackproblem und so weiter, dass die NP-schwer sind. Das würde viel zu weit führen, das wäre viel zu viel Zeitaufwand, den das kosten würde und wäre sicherlich auch nicht angemessen, so viel Zeit hier in einer Zweisemester-Pflichtveranstaltung dann dafür zu reservieren. So, für heute machen wir also dann an dieser Stelle Schluss. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen, so wie es aussieht, recht sonnigen Tag. Hoffentlich in einem angenehmeren Mikroklima dann als hier im Audimax. Dienstag wieder. Bis dann.